Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir probieren, heute mit Heavy Water. Zur Verfügung gestellt auch Zur Verfügung von gestellt Heavy von Heavy Water, vielen Dank dafür. Ja. Heavy Water Radical Energy Drink, you're kidding me. Chemisch gesehen absoluter Blödsinn, Dumpfig. Was da draufsteht, aber es macht ja nichts. In dieser Dose ruht Heavy Water, die Kraft der Reinheit des Wassers. Lass es wirken. Optovit 500 für genau. Aktivität und Lebensfreude. Lass es wirken und deinen Körper radikal beleben. Kühl trinken. Alles klar. No comment. Zum Design der Dose, also finde ich sehr schön. Vorsichtsvoll. Echt? Finde ich sehr schön gehalten mit diesem Blitz da drauf und relativ schlicht, also nur schwarz und so weiter. Und das Besondere eben an diesem Energy Drink ist, es ist auch wirklich klar wie Wasser. Es sieht aus wie Sprudel. Es sieht aus wie Sprudel. Nur dummerweise riecht es nicht wie Sprudel, sondern es riecht wie ein klassischer Red Bull Klon. Aber es hat vom Geruch her noch irgendwie... Es hat noch irgendwie was anderes dabei. Also er erinnert auch an die Richtung Koks, aber nicht ganz. Also es ist so auf halber Höhe. Ja, es geht in die Richtung und versackt dann auf der Hälfte. Ja. Auch geschmacklich geht es in die Richtung. Ja. Minimal, aber nicht ganz so gut. Wie Koks meine ich jetzt? Also man merkt, dass es von der Richtung oder von der Geschmacksrichtung so bei Red Bull von daher kommt. Aber trotzdem nicht der klassische Red Bull-Klon ist. Es geht in irgendeine andere Richtung. Nicht viel. Also er hängt irgendwo zwischen Koks und Red Bull-Klon. Irgendwo da dazwischen. Also wahrscheinlich, also wenn du Koks mit Red Bull oder sowas in die Richtung mischen würdest, könnte ich mir vorstellen, dass du bei dem landest. Ja, ja. Wenn du einen Red Bull-Klon nimmst und einen Hauch Koks dazu schüttest, dann so ungefähr. So ein Mischungsverhältnis 2/3 zu 1/3. Mhm. 1/3 Koks. Ja. Das kommt hin. Natürlich ist das Farblose für so Clubs oder so natürlich ein Gag, wenn sie es dann natürlich in farblosen Gläsern der rausgeben. Der Hauptgag ist natürlich bei diesem Getränk ganz, ganz klar, dass er farblos ist. Crystal Pepsi-like natürlich und was es da nicht alles so gibt. Also es ist schon ein netter Effekt, weil klar, jeder denkt, Energy Drink, ja, irgendeine gelbe Pisse und dann, Hä? Trinkt der Wasser im Club? Ja. Seltsames Wasser. Muss aber noch dazu sagen, den Prickel hat er gar nicht. Also wenn du an diesen Red Bull typischen Prickel denkst, also hat er null. Wenn man den Red Bull Prickel, den typischen Red Bull Prickel erwartet oder gewohnt ist, hat der gar nicht. Also wirklich null. Er hat aber sehr viel Kohlensäure oder vergleichsweise viel Kohlensäure und ist sehr grobperlend. Grobperlend, ja, aber viel würde ich nicht sagen. Moment, muss ich nochmal. Muss nochmal aus der Dose wahrscheinlich, vielleicht kommt er da besser. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es besonders viel ist. Also im Vergleich zu anderen Sachen, Ja, doch. Er ist zwar über dem Durchschnitt, aber er ist nicht wirklich so, dass ich sage, Kohlensäure, das nicht. Ich will Clubmate. Zum Beispiel, das ist Kohlensäure. Und zwar bis zum Get-No. Aber ja, ist ein netter Gag, aber mehr auch nicht, finde ich jetzt persönlich. Ja, nee, es ist einfach nur wegen des Geschmacks her lohnt sich das gar insofern... Nicht. Nö. Nicht, also da, wenn man... Dann kommt mit Koks. Ja, wenn man da also extrem viel, also individuellen Geschmack erwartet und so weiter, dann lohnt sich das ja eher aber wenn man nicht. Mal auf der Party einen Gag machen will, dann auf jeden Fall. Genau. Oder für Clubbesitzer. Es ist ein guter Red Bull-Klon, also sagen wir mal so, der ist nicht schlecht. Und aber er ist auch nicht over the top. Also er kann auch von der Liga von K1X zum Beispiel, kommt da nicht ran. Diese besseren, also wirklich, wenn ich sage Red Bull-Klon, steht für mich ganz oben mit dabei, auf jeden Fall zum Beispiel K1X. Und an sowas kommt er nicht ran. Ja. Aber er ist immer noch auch nicht irgendwo ganz unten irgendwie wie irgend so billig, keine Ahnung, Big Pump oder so ein Scheiß, das ist es bei Gott auch nicht. Also er schwimmt bei allen, fast allen Sachen, außerdem das hier und Design, schwimmt er überall in der Mitte mit. Und dadurch ist es sozusagen die ultimative Kompromissbrühe. Das trifft es eigentlich relativ gut. Er ist die ultimative Kompromissbrühe und eben, weil es eben nur ein Kompromiss ist, nicht interessant genug für uns. Für uns, aber ich könnte mir vorstellen, also viele, viele mögen ja genau diesen Red Bull-Geschmack. Viele lieben die Indifferenz. Ja, ich kann mir das auch nicht erklären, aber... ist einfach so, ne? Viele mögen genau das. Und ja. Wer also den Geschmack so Richtung Red Bull mag, der wird das auf jeden Fall mögen. Und der hat dann natürlich auch den Gag. Wobei...
Der Witz ist halt, der kann auch zu 100 anderen greifen. Ja, also der farblose Witz, der kommt halt wirklich nur zur Geltung, wenn man es ins Glas schüttet. Und das ist halt dann wieder das Problem aus die der Dose. Die sich das im Laden kaufen. Wer schüttet dieses Ding ins Glas? Niemand macht das. Also der zumindest Vorteil, der sich es normal im Laden kauft, kommt nicht auf die Idee. Die meisten, die sich das im Laden kaufen, vor allem gekühlt, machen das auch und schütten sich direkt in die Birne. Erstens das, weil du hast ja dann noch extra ein Glas zu spülen. Ist ja absoluter Blödsinn. Nee, ich meine jetzt auch nicht mal, also die wenigsten, die sowas sich jetzt mal einmal holen, bringen ihn mit nach Hause, meine ich jetzt. Die meisten auch noch, trinken nee, ihn aber auch direkt, das kommt noch dazu. Gut, noch. Und selbst wenn du ihn dann mit nach Hause bringst, nicht mal dann kommen die, also du musst ihn erst mit nach Hause bringen. Und die wenigsten, die ihn dann mit nach Hause gebracht haben, kommen dann auf die Idee, ihn einzuschütten. Ja. Also macht auch das ja, und, wenig Sinn. Und noch dazu, es steht ja, oder? Es steht nirgends drauf, dass der farblos ist. Steht nur drauf, kühl trinken, aber gut, du könntest dir es dahin erschließen, dass kein Farbstoff angegeben ist. Aber wer kommt denn auf die Idee? Wer liest das? Das liest doch keine Sau. Doch, ich. Ja, da bin ich der Einzige, glaube ich, auf der ganzen weiten Welt. Nee, das nicht, aber... Du Depp! Ja, ich weiß, aber was soll's. Ja. Nee, ist okay, er schwimmt, hält sich ziemlich in der Mitte auf und von daher ist es für uns zu indifferent, aber ist ein netter Gag und da kann man auf jeden Fall mal zugreifen, wenn ja, man es irgendwo sieht. Für so einen Geburtstagsgag oder so mal ganz nett. Was mir jetzt gerade noch zum Schluss noch auffällt, ist, dass hier lustigerweise der Barcode in der Welle endet. Das als abschließendes Gag am Rande. Whatever. Ja, mit diesen glorreichen Worten sagen wir nur noch Tschüss. Ugh.